Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Ich bin hier hochgehopst, weil mein Speicherpunkt unten war. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir schon weiter waren. Ich glaube schon, oder? Oder noch nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, die Maus im Bild stirbt. Dann geh halt dahin, Maus. Wo muss ich denn lang? Muss ich hier rüber? Ich habe ja ein bisschen Angst, darüber zu gehen, ne? Ah, Stoppuhr läuft schon mal, das ist gut. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich hier irgendwo hin? Oh Gott, kann ich da runterstürzen? Na, egal. Ich versuche jetzt mal hier lang zu gehen. Oder muss ich hier irgendwo noch weiter lang? Ah, der kleine, also ich habe eben, als ich hier hingelaufen bin, gesehen, hier gab es so ein kleines Männchen wieder, hier so ein Pilzkopf. Der ist in diese Richtung gelaufen. Aber da hoch komme ich ja nicht. Ich schätze mal, ich muss da an den netten Herrschaften vorbei und durch die Tür. Oder? Ich habe es doch gerade wieder gehört. Wo ist es denn? Oder muss ich noch höher? Nee. Gut. Ich weiß ehrlich nicht, wo ich hin muss, aber gut, wir probieren es einfach mal. Nein, lauf, lauf, kleine Maus, lauf, kleine Maus, lauf, kleine Maus. Ah, hier hoch. Nein, nein. Oh, ich habe gar nicht losgelassen. Ich habe alle Tasten festgehalten. Oh, voll gemein. Wenigstens landen wir hier. Ich dachte, wir starten wieder von ganz unten. Aber anscheinend nicht. Okay. Doof, dass ich an dieser Ecke hängen geblieben bin. Die ist ganz schön schnell. Die Dame. Ah, da habe ich das kleine Männchen gesehen. Nein. Lauf. Lauf, kleine Maus. Lauf. Oh. Muss ich jetzt doch weiterlaufen? Lauf einfach mal schnell weiter. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Nein, 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 nein. 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 Oh. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Oh Gott. Das ist ja jetzt hektisch hier. Okay, hier geht's weiter. Wie soll ich an diesem netten Herrn denn vorbeikommen? Scheiße, ich kann... Oh. Sowas sagt man nicht. Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll. Gibt es hier irgendwie ein Versteck? Ich weiß, was mein Fehler war. Der ist jetzt auf mich aufmerksam geworden, ne? Wie soll ich zur Hölle an dem vorbeikommen? Könnt ihr mir das sagen? Muss ich denn da oben warten? Steckt da, bleibt da irgendwo stecken oder so? Versuche jetzt mal keinen Krach zu machen. Vielleicht schleichen. Ich probiere mal zu schleichen. Nee, das war schleichen. Probier es einfach mal. Muss ich mich auch im Schatten bewegen? Hier so unter dem Tisch oder so. Geh da schnell unter den Tisch. Ach, da geht's nicht unter den Tisch. Doch, da ging's doch unter den Tisch, oder? Oder darf ich dort nicht unter den Tisch? Ich versuche gleich mal wieder von dem wegzulaufen. Das wird gerade ein bisschen knifflig, glaube ich. Diese Stelle hier. Gibt's hier eigentlich keine Lampe zum Anzünden? Ich will jetzt einmal kurz probieren, ob man da unter den Tisch kommt. Nee, kommt man nicht. Tatsächlich. Hoch mit dir. Und jetzt schnell hinter... Weg, schnell. Kleine Maus, renn. 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 Renn schneller. Renn schneller. Huh. Okay, so kommt man an dem vorbei. Gut, wir haben's. Voll witzig. Also ich finde das gerade... war sehr interessant. Weil es wirklich gerade... bisschen kniffliger war. Schnell irgendwo verstecken. Nein!
Nein, nicht fangen. Ich habe es gerade hierher geschafft. Okay. Ich hoffe, in dem kleinen Zwischenraum bleiben wir und nicht jetzt. Oh. Können wir uns hier verstecken? Nee. Hier? Mal weiter. Okay. Ist er jetzt weg? Gibt es irgendwas zum Anzünden? Komme ich da hoch? Ach, hier hätte ich mich auch verstecken können. Kann ich hier durchgehen? Nee. Okay. Kann ich nicht an die Türklinke? Muss ich das hier verschieben? Oder muss ich Krach machen? Kommt er jetzt? Ich will hier raus. Oder komme ich hier noch irgendwo anders raus? Kann ich den Spiegel kaputt machen? Wie war denn nochmal werfen? Ha! Der Spiegel war's. Der Spiegel war es. Jetzt fühle ich mich klug. Komme ich hier irgendwie... Ich sehe mich leider nicht so gut. Also es ist total eine komische Perspektive gerade für mich. Kann ich da irgendwas machen? Ach, ich kann hier hochklettern. Okay. Schauen wir mal, wo wir denn landen. Ach, hier landen wir. Ah, voll cool. Weil so ein bisschen alternative Wege gehen. Finde ich gut. Was haben wir denn für Beine? Gott. Nicht zu laut. Ha. Okay. Muss ich hier rein? Stimmt, ne? Ich laufe erstmal hier hin. Eine Laterne. Okay. Jetzt habe ich eine Laterne angezündet und die ist hoffentlich ein Speicherpunkt, wo man dann stehen bleibt. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ich gehe mal kurz in den Raum. Ganz mutig reingucken oder geht es hier weiter? Oh mein Gott! Raus. Schnell. Oh, ich flüstere die ganze Zeit. Entschuldigung. Schnell wieder raus. Ich will mal kurz gucken, was da ist. Wow! Oh, sind die gruselig. Schwer zu fassen. Nein! Huh! Geschafft. Noch nicht geschafft. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Einfach nur weiterlaufen. Hilfe. Eine Fleischlawine ist hinter mir her. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Hilfe, ich habe Angst. Nein, er hat den Tod gesprungen. Oh, wie gemein.
Puh, Hilfe. Okay. Ja. Das wird interessant. Ich dachte, sie springt daran, aber sie ist nicht dran gesprungen. Gut. Okay. Wir probieren es nochmal. Das ist richtig gruselig. Richtig gruselig. Wenn da so eine Fleischlawine hinter dir her ist. Aber wir schaffen es irgendwie. Wir schaffen das schon irgendwie. Oh, meine Hände rutschen gerade ab. Boah. Hier lang, hier lang, hier lang. Einfach erquetscht worden. Meine Hand ist gerade. Also, es soll keine Ausrede sein, aber ich musste einmal zwischendurch umfassen, weil meine Hand von dem Controller-Stick abgerutscht ist. Und dann läuft man so schlecht. So, los geht's. Wird eine Stelle, die wird wieder ein bisschen friemelig werden für mich. Aber wir kriegen das hin. Also, ich muss sagen, diese ganzen Rennpassagen sind sehr viel schwieriger als die anderen Passagen davor, wo wir diesen langarmigen Typen hatten zum Beispiel. Da finde ich jetzt diese hastigen Passagen echt ein bisschen unangenehmer, weil das echt krass ist. Also du musst echt krasse Reflexe hier haben. Nein! Oh, Mist. Nicht geschafft. Ja, da bin ich ein Dusel gewesen. Das war meine Schuld. Also die sind, auch wenn jetzt mein Death Counter wieder krass in die Höhe steigt, jetzt liegt es halt nicht daran, dass ich irgendwo runterfalle. Ja, das auch, aber nicht nur, sondern auch daran, dass diese Passagen jetzt unglaublich schnell und unglaublich gutes Timing erfordern, sag ich mal. Und das habe ich nicht so. Oder man muss es ab und zu, also in ein, zwei Stellen, muss ich ehrlich sagen, brauchte ich wirklich ein paar Mal zum Spielen, um zu gucken, wie hier so das Timing ist. So wie diese zum Beispiel. Hier ist eine ganz krasse Timing-Geschichte. Lauf, 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 lauf. Da bin ich irgendwie nicht mehr ins Rennen gekommen. Vielleicht bin ich zu nah am Rand gelaufen. Aber ich hatte Angst vor den Händen. Ab geht die Post. Und Sprung. Und weiter. Oh, ich habe die Kurve nicht bekommen. Weiter, weiter, weiter. Ah, das wird zu knapp. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Wir kriegen das schon noch hin. Keine Angst. Auch wenn ich jetzt 10 Jahre dafür brauche. Aber das kriege ich hin. Muss meine Hände kurz sortieren. Und los geht's. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ups. Habe ich jetzt die Laterne angezündet? Sorry, Laterne. Komm, stell dich wieder hin. Ja, wir haben es hier rüber geschafft. Das war gerade ein bisschen stressig. Das war gerade ein bisschen Stress. Was ist los mit uns?
Okay, was in dem Raum da drüben ist, ich schätze mal, hier ist ein fester Speicherpunkt. Sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn wir wieder in der nächsten Folge hier weiter starten. Ich bin gerade ein bisschen abgehetzt durch diesen Fleischklops, der mir da gefolgt ist. Die Fleischlawine, kann man ja schon fast sagen. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.